sun is shining. Over the Verona. Ein neues Video. Wir sind leise. Wir sind im Flughafengebäude Köln-Bonn. Wo geht's hin für uns? Wir fliegen nach Italien, nach Verona, weil wir ins Gardaland und in den Movieland-Studios sein wollen. Werden. In dem Vlog seht ihr nur das Gardaland-Hotel, das Zimmer, das Frühstück und das komplette Hotel. Für das Halloween-Event gibt es einen extra Vlog und auch für den normalen Gardaland-Vlog gibt es einen extra Vlog. Und für die Movieland-Studios natürlich auch. Wir werden eine Übernachtung haben im Gardaland-Hotel, 222 Euro mit zweimal Eintritt. Und Frühstück inklusive, also wirklich ein guter Preis, ne? Ja, wir gucken mal, wie gut der Preis ist. Ja, wir haben uns vom Flughafen ein Shuttle gebucht für 123 Euro hin und zurück. Ein Privatshuttle, müssen wir nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Und die Flüge haben wie viel gekostet? Weiß ich nicht. Ich lasse mich kurz überlegen, 300 Euro hin und zurück. Also pro Person 75 Euro mit 8 Kilo Handgepäck. Ja, ansonsten seht ihr dann gleich wieder Aufnahmen aus dem Hotel. Oder aus dem Flugzeug, man weiß es nicht. Es gibt übrigens drei Hotels im Gardaland und wir haben das Klassik-Hotel, das ganz normale Hotel. So sieht's aus. Show me loving. I need your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need loving. Me, myself, ain't enough. It's like being a dog to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You can't be sad along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? So, wir sind im Gardaland Hotel und wie ihr es kennt, Mareike zeigt euch jetzt das Zimmer. Check-in sehr freundlich, sehr schnell, Zimmer schon um 11 Uhr bezugsfertig, obwohl eigentlich erst ab 15 Uhr bezugsfertig. Wir haben heute Zimmer Nummer 2015, also ab in die Vergangenheit. Mal gucken, ob das Zimmer auch in der Vergangenheit ist. Öffne sich die Tür. Hallo. Holorio. Hallo, Dio. Hallo. Ja. Also, ich fange einfach mal an mit der Roomtour. Schrank for the bank. Ein großer Schrank mit zwei, die möchte ich glaube ich nicht benutzen, das wäre nicht so toll. Hier ist Elektro drin. Da kann man noch weiter gucken. Ich kann mich darin sogar verstecken. Ja, sehr groß. Wir sind übrigens für eine Nacht. Daher werden wir den nicht nutzen. So, dann kommt man hier ins Badezimmer rein. Das sieht sehr edel aus, sehr schön gestaltet. Mit einem Föhn, mit Seife, mit ein Hygienekit. Eine Badewanne, das finde ich total cool, denn ich liebe Baden. Was ist da? Badehauben liegen da und genau, alles, was das Herz begehrt, auch. Was hat der denn? Ja, für einen Rasierer und so. Ist das hier meins? Das ist voll warm, ja. Sehr warm, ja. So, weiter geht's. Hier haben wir noch einen großen Spiegel. Ein Safe mit Schubladen. So, dann kommen wir in dieses wunderschöne Zimmer rein. Das ist sehr königlich, finde ich. Mit den, ich weiß nicht, wie die Borden heißt, das Preis des Borden. Was weiß ich, weiß ich nicht. Ist egal. Wenn ihr wisst, wie das da oben heißt, diese Verschnürklung, sagt, schreibt es in die Kommentare. Ja, genau, ein Bett, eigentlich ist das so ein Sofa, das haben wir aber als Klappbett gemacht, wir versuchen das nachher einfach wieder zusammenzubauen, ein Fernseher, ein Schrank und wenn da jetzt eine Minibar drin ist, raste ich aus. Da ist eine Minibar! Ohne Getränke, aber ihr könnt warme Getränke mitbringen und hier kalt machen. Also wir sind auch gerade erst reingekommen, wir haben uns auch noch nicht alles genau geguckt. Genau, hier hat man noch einen schönen Tisch. Ein Tisch. Mit einem Nicht-Stören-Schild. Wasser kostenlos dabei und wir haben eine eigene kleine süße Terrasse. Also wir sind im Erdgeschoss. Genau. Wäre jetzt Sonne da, könnte man sich schön in die Sonne setzen. Aber wir haben auch fast gar nichts gesehen, ne? Die Landung war sehr unerwartet. Das stimmt. Ja, wir zeigen euch jetzt gleich ein bisschen vom Hotel.
Warte, stopp. Wettentest. Nein! Wettentest! Oh, Wettentest! Ich mach. What the heck? Hart? Boah, ist das hart! Ich lag auf dem Boden. Auf ne. Boah. Stell dich nicht so an. Aber das Bild ist schön, hast du es schon mal gezeigt? Nein, noch nicht. Wie aus dem Ü-Ei geschlüpft. Ja. Ja, wir zeigen euch auf jeden Fall gleich das ganze Hotel, so Lobby. Morgen früh, 8 Uhr geht's zum Frühstück direkt. Zeigen wir euch auch, nehmen wir die Kamera auch mit und wir zeigen auch, euch auch die anderen Hotels. Es gibt da noch zwei weitere, da gehen wir gleich ein bisschen spazieren. Wir sind ja früh. Gardaland macht heute nämlich erst um 16.30 Uhr auf. Deswegen haben wir sehr viel Zeit. Wir müssen noch gucken, wann der Shuttlebus fährt. Aber den Halloween-Vlog gibt es woanders. Wir sehen uns später beim Frühstück. Genau, war alles easy peasy. Die wurde Temperatur gemessen, alles tippitoppi. So, wir haben uns tatsächlich jetzt ganz spontan entschieden, essen zu gehen. Lunch. Wenn wir einen Tisch bekommen. Ganz wenn genau. Es auch hat, wissen wir doch gar nicht, weil hier ist scheinbar so wenig los im Moment. Das Magic Hotel hat ganz geschlossen heute. Ich weiß nicht, ob es am Wochenende aufmacht. Und wir gehen jetzt zum ägyptischen Restaurant. Tutankhamun. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Genau so. Auf jeden Fall öffnet man es um 12.45 Uhr. Man kocht auch selber in der Küche. Ja, um 12.45 Uhr. Und es steht halt in dem Parkplan nur mit Reservierung. Man kann telefonisch reservieren, aber wir gehen jetzt einfach mal auf gut Glück hin. Da hier so wenig los ist, hoffen wir einfach, dass wir da jetzt was Leckeres zu essen bekommen. Ja, dass es überhaupt auf hat, ne? Ja. Das ist ja auch erstmal so. Weil sonst wissen wir nicht, was wir hier essen können. Es gibt sonst gar nichts. Noch ein paar Snacks bei
dem Café. Ja. Aber auch nicht so das Wahre. Wenn es jetzt nichts zu essen gibt, dann wir ganz einfach. Noch bis halb fünf warten. Dann schlafe ich gleich einfach. Dann schlafe ich mich bis zur Parköffnung vom Gardaland. Naja, wenn wir gleich wir gleich Essen filmen, dann haben wir es geschafft. Ja. Wenn nicht, dann nicht. So, wir sitzen im ziemlich stylischen Restaurant, wirklich sehr cool thematisiert, im ägyptischen Stil. Essen war jetzt so ein bisschen kritisch, ne, weil die Karte auf Englisch war und sehr spezielle Sachen. Was hast denn du bestellt? Ein Steak, weil ich mit dem anderen überfordert war. Es gab keine Pizza Thunfisch, es gab keine Pizza Salami, nur Margarita. Und die anderen Sachen waren mir zu außergewöhnlich. Du hast eine Pizza, ne? Ich war ganz special, ich habe eine Pizza genommen. Und zwar die Pizza heißt Frankfurter and Chips, also mit Bratwurst und Pommes. Ich bin sehr gespannt. Wir zeigen euch natürlich gleich das Essen. Und es gibt gratis Brot. Ich werde verrückt. Gratis Brot. So, Mareike ist am Kauen, ja. Aber hat noch nichts zu essen. Sie hat nämlich bei meiner Pizza probiert. Es ist eine Pizza mit Pommes und Bockwurst. Ich bin sehr gespannt. Mayo, Ketchup gibt es so viel man will, Salz auch. Ja, da muss Salz drauf, die Pommes sind ohne Salz. Also Pizza in Italien ist halt immer geil, ne? Vom Boden her. Das erste Mal, dass der Kuss eine Pizza aus Italien ist. Ja, eine erste italienische Pizza. Wir sagen euch nachher noch, wie es geschmeckt hat und Mareikes Essen kommt da ja auch noch. Und so, Mareike hat die Sterneküche. Paniertes Gemüse, Steak mit Grande Parne Parmesano. Guten Appetit, dann machen wir den ersten Bissen. Ich habe zwar gesagt, dass wir das Steak Medium haben, aber es ist so okay. Nein, ich muss dich berichtigen, du hast well done gesagt. Manche. Lecker? Gut. Sun is shining. Over the Verona. Wir waren gerade essen hier in dem Restaurant Tutankhamun Restaurant. Trutan Restaurant? Tutankhamun. Das ja, ist das Trutan Restaurant. Wer ist hier der Ägypter? ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Kauft euch keine Pizza mit Würstchen. Macht das nicht. Keine Frankfurter Pizza mit Pommes. Macht das nicht. Die war nicht gut. Auch nicht mit Pommes, das passt nicht. Das Steak war ganz okay. Also es war gut. Ja. Ja, die Pizza war okay, vom Boden her war lecker. Insgesamt haben wir 34 Euro bezahlt, Getränke kosten 3,50 für 0,3. Ja. Also ich würde jetzt sagen, ist Freizeitparkpreis. Auf einer Skala von 1 bis 10 eine solide 5, würde ich sagen. Mein Steak war 7. Nein, besser, also besser als der von Helsings Club. Ja, das ist nicht schwer. Okay, wobei, wie heißt dieser Freizeitpark nochmal? Wo wir ja, genau der. Ja. Der war auch nicht so gut. Naja, gut, wir gehen jetzt chillen. Nein, wir gehen erst nochmal in den Shop, dann nehmen wir euch auch noch mit. Okay. Na, okay. Okay. Hello. Boah, war das ein sensationelles Frühstück. Nicht. Mega. Ich war lieber in der Badewanne und Chris hat geschlafen. Wir hatten heute nicht so viel Hunger. Sehen auch noch sehr müde aus, finde ich. Und wir werden gleich den Tag entspannt starten und
zum Gardaland fahren. Genau. Also Frühstück ausgefallen, keine Bilder vom Frühstück. Sorry. Damit ist das Video auch schon beendet. Das Hotelcheck-Video aus dem Gardaland. Würdest du das Hotel nochmal buchen? Wie Nein. hast du geschlafen denn? Schlecht. Das Bett war ultra hart. Das, was mich hier stört, sehr stört, ist, sind die dünnen Wände. Und aber das kann, dafür kann das Hotel nicht. Das sind die keine rücksichtsvollen Mitbürger. Ja. Also es war sehr laut, bis 2 Uhr nachts war es richtig laut. Ja, weil die einfach... Die Wände sind aus Pappe, ihr hört jedes... Nicht nur das, aber die sind auch, die knallen die Türen, die labern ganz laut auf dem Flur, als ob die einzigen wären, die hier im Hotel sind. Ja. Das hat mich sehr gestört und dann so in einer Lautstärke. Also zum Vergleich, man hat sogar die Leute gehört, obwohl die Zimmertür zu war. Und hat die man gegenüber die Leute... uns von uns ja. schräg gewohnt haben. Naja, also ich finde, man müsste mal ein Hotel erfinden, was wirklich schallgeschützte Wände hat, wo man nicht stört. Gar also nichts. Wenn ihr ruhig schlafen wollt und laute Nachbarn habt, könnt ihr vergessen. Ja. Ja, dementsprechend Betten hart und Zimmer sehr, sehr, sehr ja, hellhörig, muss man einfach so sagen. Aber sonst hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat. Hast du gestern schon gesagt. Aber nicht bei dem Video. Okay. Lasst ein Like da, drückt abonnieren. Abonniert kostenfrei die Glocke. Bis zum nächsten Vlog. Nächster Vlog ist aus dem Gardaland wahrscheinlich. Ganz wahrscheinlich. Mit dem, Pulli und dem Style. Warte, man sieht mich nicht ganz. Läuft bei dir. Tschüss. La 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 la